Der Kommandeur des NATO Joint Force Command, General Egon Rams, zur Lage in Afghanistan. Wir waren hier gerade an der Brücke und sind beschossen worden. So wie es aussieht, Feind aus jeder Richtung. Die Taliban gehen in Afghanistan immer professioneller vor. General Rams zu der Frage nach den Ursachen dieser Entwicklung. Einmal aus Erfahrungen, die die Taliban bei den Einsätzen gegen unsere eigenen Kräfte gewonnen haben, aber auch durch Unterstützung aus dem Ausland. Wir haben zum Beispiel aus jüngerer Zeit Erkenntnisse, dass im Raum Kunduz tschetschenische Kämpfer aufgetaucht sind, die sicherlich, ich sag mal, zu einer Qualitätsverbesserung der lokalen Kämpfer beitragen. Es ist richtig die Aussage, dass sehr häufig IEDs, also die Sprengfallen, kombiniert werden mit Feuerüberfällen. Dann oft auch ein zweites IED mit eingebracht wird, um Verstärkungen abzuschneiden oder Reserven abzuschneiden. Von daher ist der Einsatz selber für unsere eigenen Soldaten, das gilt im Süden, im Norden, im Westen und im Osten, durchaus schwieriger geworden. Und es ist eine bessere Führungsleistung gefragt, als man sie vielleicht vorher hätte anbringen müssen. Ein Schlüssel, um dieses zu vermeiden, sind Aufklärungsergebnisse. Das heißt, alles, was zu einer verbesserten Aufklärung beiträgt, auch zu einer langstehenden Aufklärung im jeweiligen Einsatzraum beiträgt, kann helfen, Verluste, die aufgrund dieser verbesserten Kampfführung entstehen, zu vermeiden. Ein wesentlicher Faktor für die Zukunft Afghanistans ist die Rolle seines Nachbarn Pakistan. Die Taliban nutzen Pakistan als einen Rückzugsraum, in den die ISAF-Truppen nicht eingreifen können. Dieses Dilemma wird zum Teil gelöst durch amerikanische Kräfte, zum Teil gelöst durch amerikanische Operationen, die nach Pakistan rüberführen, gegen die Pakistanis bisweilen protestieren, wo ich aber glaube, dass gerade in den letzten Jahren, seitdem wir den Angriff der Tehrik-i-Taliban Pakistan in Richtung Islamabad gehabt haben, die pakistanische Regierung zumindest erkannt hat, dass sie mit dieser Gruppierung der Taliban oder der Insurgents nicht leben kann, weil sie die Existenz Pakistans selber bedroht. Sie haben richtig festgestellt, dass die Pashtun-Stammesgebiete durch diese künstliche Grenze geteilt sind. Sie werden den Mitgliedern eines Stammes nicht verbieten und untersagen können, über die Grenze zu wechseln. Dass dieses zum Teil genutzt wird durch die Aufständischen, um sich nach Pakistan zurückzuziehen. Durch Wirkung über die Grenze hinweg, aber auch durch Koordinierungsmaßnahmen, die wir sowohl an den Grenzen selber eingeleitet haben, die sogenannten Border Coordination Center, die gemeinsam besetzt sind von ISAF-Soldaten, pakistanischen Soldaten und afghanischen Soldaten, von denen wir mittlerweile drei haben, aber auch durch eine gemeinsame, ich sag mal, Aufklärungszelle, Intelligence-Zelle, die wir betreiben beim Headquarter ISAF und mittlerweile auch beim ISAF Joint Command, versuchen wir, diese Schwierigkeiten auszuräumen, versuchen, Informationen zu bekommen von der pakistanischen Seite, wann Insurgents auf die andere Seite wechseln, und versuchen, dieselben Informationen auch rüberzugeben an die pakistanische Seite. Das heißt, hier gibt es Fortschritte, die aber das generelle Problem Pakistans als Sanktuarium nicht lösen. Und ich würde erwarten, dass die Politik in allen Ebenen, auch von allen teilnehmenden Nationen, dieses Thema bei der pakistanischen Regierung stärker adressieren würde. In den NATO-Mitgliedstaaten, unter anderem auch in Deutschland, mehren sich die Forderungen nach einem baldigen Truppenabzug. Doch wie realistisch sind eventuelle Abzugspläne ab 2011? Also ich kann grundsätzlich die Absicht aller Regierungen verstehen, die eigenen Soldaten nach Hause zu holen. Wir haben in diesem Hauptquartier hier bereits im Jahre 2007 von einer Success-Strategie gesprochen, um das Wort Exit-Strategie zu vermeiden. Weil das Wort Exit-Strategie zum damaligen Zeitpunkt, und die Aussage gilt heute auch noch, die afghanische Regierung, die afghanische Seite erschrickt. Es macht nicht nur unsere Handlungsweise berechenbarer, was die Taliban angeht, sondern es macht auch die Handlungsweise schwieriger, was das Gewinnen des Vertrauens der afghanischen Bevölkerung angeht. Und ich hatte ja zu Anfang dieses Interviews gesagt, wir brauchen das Vertrauen der afghanischen Bevölkerung. Von daher sage ich mal, man sollte damit vorsichtig umgehen. Die NATO hat bestimmte Bedingungen festgelegt. Es soll conditions-based passieren, es soll ein Prozess sein. Und ich mag vielleicht daran erinnern, dass der NATO-Operationsplan aus insgesamt 5 Phasen besteht. Wir befinden uns heute in der Phase 3, Stabilization. Die Phase 4 ist Transition, das ist die Übergabe der Verantwortung an die Afghanen. Auch da wiederhole ich noch einmal, nicht nur militärisch und sicherheitsmäßig, sondern auch was Governance und andere Dinge angeht. Und dann folgt die Phase 5, Redeployment. Die Erwartungshaltungen, die zum Teil erweckt worden sind mit dem Jahr 2011, scheinen mir etwas optimistisch zu sein,
weil wir über Prozesse in Afghanistan reden, die auch von uns nicht beeinflussbar sind und die auch nicht nach einem europäischen Kalender ablaufen werden, sondern sie werden nach dem afghanischen Kalender ablaufen. Und der hat eine andere Taktung als der europäische.